Kommunalpolitikerin von Bündnis 90 Die Grünen Barbara Domke in einem öffentlichen Twitter-Space zur Aufarbeitung der Maßnahmenpolitik. Dass sie sich nicht endlich mal in ihre Rolle einfinden können, dass sie einfach nichts zu sagen haben. Es ist unglaublich. Das egomanische und egoistische Zeug erzählt wird. Und es ging keinem schlecht. Es ging wirklich niemandem nochmal schlecht. Ich bin, guck, das ist genau nicht die Formfrage. Du sagst, Abhandlung. Du bist Politikerin. Und, ja, ich verdiene 25.000 Euro im Monat. Ich muss mir doch von dir jetzt nicht irgendeine wissenschaftliche Abhandlung sagen. Du bist getriggert. Ich hab dich gar nicht attackiert. Ja, also, aber ich verdiene 25.000 jeden Monat. Ich kann mir die ganzen Studien kaufen, seit. Und damit überschwemmen wir euch. Alter Vater. Das schauen wir uns an. Ohne Besuch von meiner Familie. Ja, du komm klar, verdammt nochmal. Also, jetzt komm doch mal klar. Hallo Freunde und herzlich willkommen zu Clownies, die Maske fällt Welt. Wir sind die Guten, das ist das Label, das sich die Grüne seit Jahren selbst gibt. Eine Maske, die den Eindruck vermitteln soll, man wolle das Beste für die Menschen, aber allen voran auch für die Umwelt, auf das wir alle unter einem CO2-neutralen Regenbogen Hand in Hand tanzen mögen, bis in die Ewigkeit. Doch fallen von Zeit zu Zeit auch die Masken der Gutmenschlichkeit und offenbaren ein Gesicht, das wahre Boshaftigkeit und Uneinsicht verkörpert. Und das alles im öffentlichen Raum. Ja, es geht um einen Twitter-Space mit der Lokalpolitikerin Barbara Domke vom Bündnis 90 Die Grünen zum Thema. Und ja, unter diesem Motto lief dieser Space wirklich ab. Aufarbeitung heißt übersetzt, ist jetzt ein Zitat, ich will Recht haben. Ein widersprüchliches Motto, da gerade diese Dame, um die es heute geht, sich genau diesen abschätzigen Titel, ich will Recht haben, des Spaces zum Credo gemacht hat. Das verheißt von vornherein keinen offenen Diskurs über die vergangenen Jahre, die uns allen als Menschen, aber auch dem Land, in dem wir leben, nachhaltigen Schaden zugefügt haben. Da könnte man weit ausholen. Ich denke, ihr alle wisst, worum es geht. Ich sehe ja immer das Gute, aber nun mal auch das Böse im Menschen. Das gehört zum kritischen Denken dazu. Und ich frage mich oft, wie wahre Boshaftigkeit definiert ist. Macht alleine reicht da noch nicht aus, um boshaft zu sein. Es braucht eine gewisse Art, diese auch verbal, arrogant und herabblickend auf den Pöbel zu verkörpern. Zum Beispiel wie in dem Fall, mit dem wir uns heute beschäftigen müssen. Dazu gehört offensichtlich Kritikern, egal wie mutig sie sich vom queeren Denken distanzieren, klarzumachen, dass sie lediglich als Pöbel, als Störer, als machtloser Schmutz unter dem Schuh der geballten grünen Kompetenz zu verstehen sind. Dejana, du bist dran. Ja, ich wäre dankbar, wenn ich tatsächlich auch noch sprechen könnte. Weil, wie gesagt, in vielen Punkten kann ich nachvollziehen, was hier gesagt worden ist. Und ich bin ganz sicher kein Anhänger der Querdenkerbewegung, ganz im Gegenteil. Allerdings würde ich mir manchmal auch wünschen, dass zum Beispiel so Leute wie Holger Hamburgo vielleicht das Ganze auch mit ein bisschen weniger Suffisanz und von oben herab diskutieren, weil man muss vielleicht auch anerkennen, dass es tatsächlich eine nicht unerhebliche Menge von Leuten gibt, die tatsächlich massiv, und zwar wirklich massiv, unter den Maßnahmen gelitten haben, in vielerlei Hinsicht. Und viele dieser Dinge sind auch nicht wieder gut zu machen. Die einzige Wiedergutmachung, die passieren kann, ist eine Aufarbeitung in dem Sinne, dass sichergestellt wird, dass dieselben Fehler, die gemacht worden sind, die nicht bewusst gemacht worden sind. Ich möchte das nochmal ganz klarstellen. Ich glaube nicht, dass die Politiker einer großen Agenda gefolgt sind und, sag ich mal, primäres Interesse daran hatten, den Bürgern zu schaden oder irgendwas wegzunehmen. Aber es war für mich ein sehr großes Bild von Hilflosigkeit. Und wie gesagt, das Einzige, wie man den Leuten, denen wirklich oder denen vielleicht nicht wieder gut zu machen ist, Unheil angetan worden ist, gerecht werden kann, ist alles zu tun. Also, Jana, also ohne dir nahe treten zu wollen, also du erzählst ja wirklich ein so krudes Zeug. Sie hakt also ein, lässt ihn gar nicht ausreden, sie redet jetzt schon davon, dass er hier krudes Zeug von sich geben würde und jetzt legt sie erst richtig los. Und hier Holger Hamburg, darf ich ausreden? Also wenn Fakten und Tatsachen für dich von oben herab sind, dann hast du in der falschen Welt gelebt.
Also ja, ganz ehrlich, du erzählst hier krude Verschwörungstheorien. Ja, eine krude Verschwörungstheorie, dass die Leute hier allen voran natürlich auch unsere Kinder Schaden genommen haben an der Politik der letzten paar Jahre. Und eine aktuelle Studie aus Hamburg und Ulm zeigt, 75% der Kinder und Jugendlichen haben wegen der Pandemie noch immer psychische Probleme, leiden etwa unter Depressionen oder Angststörungen. Ich bin mir an dieser Stelle nicht wirklich sicher, ob die Frau es nicht besser weiß, ob sie vielleicht auch einfach NPC ist innerhalb ihrer Bubble und im Endeffekt ja jeden Tag die Taz liest und die Tagesschau schaut und dann weiß sie, was gesagt werden darf und muss. Oder ob diese Dame wirklich mehr weiß. Sei es drum, es könnte auch einfach sein, dass hier die Erkenntnisangst bei ihr reinkickt und diese dann je in Wut umschlägt, die sie jetzt auch im Folgenden weiter auf den Vorredner abwälzt. Lass mir den Channel aus. Christian, ich meine es nicht böse, aber ey, so eine Scheiße, dieses blöde, sinnlose Scheißgelaber, dass es ja allen Menschen, dass es so vielen Menschen so schlecht ging. Was ist denn das für eine krude Wahrnehmung? Barbara, ich habe fast ein ganzes Jahr ohne Besuch von meiner Familie. Ja, nun komm klar, verdammt doch mal, Mensch. Also, jetzt kommt doch mal klar. Jetzt sind alle so, als ob hier 3 Atombomben runtergefallen sind, verdammt doch mal. Also ich würde gerne mal so ein bisschen Ordnung hier reinbringen. Vielen Dank. Ich würde gerne ein bisschen Ordnung hier reinbringen. Tatjana, mach eine Therapie. Jetzt wird diesem Mann vorgeschlagen, er soll einfach eine Therapie machen, um das zu verarbeiten, weil er so eine krude Wahrnehmung von der Realität hätte. Ja, da kann man nicht mehr viel zu sagen, ne? Also ich würde euch gerne bitten, ich kann gerne den Space noch offen halten. Ich würde euch gerne bitten, aber die Hand hochzuheben. Jetzt war erstmal der Gianna dran. Es dauert auch maximal 30 Sekunden. Es geht auch gar nicht um mich, sondern du solltest eine längere Therapie machen. Meine Güte. Es geht darum, dass, ja, genau deswegen, dass Leute dadurch ihre Existenz verloren haben. Denk mal an die ganzen Schausteller, die 2 Jahre lang. Ja, mach Therapie, Junge. Gegen deine Existenz hilft es vielleicht. Also, ich meine. Es geht doch darum. Tatjana, hör auf, irgendeine Scheiße von irgendwelche Lügengeschichten hier zu erzählen. Du kennst die Scheiße an Leuten. Also du erzählst hier totale Scheiße. Das muss dir doch mal langsam klar sein. Ey, stopp, also hör mal auf. Ja, das war schon wirklich harter Tobak. Ich muss euch aber sagen, das war es noch nicht, noch lange nicht. Ich präsentiere euch im Folgenden einen weiteren Ausschnitt aus diesem Twitter-Space, wo Frau Domke relativ deutlich macht, dass sie der Meinung ist, dass die Leute endlich mal begreifen sollen, wo ihr Platz ist und sich dementsprechend endlich mal unterordnen sollen und aufhören sollen, so ein Zeug zu erzählen. Das ist, glaube ich, an Arroganz kaum zu überbieten. Es ist süffisant, geringschätzend gegenüber denen, die wirklich Schaden genommen haben in den letzten Jahren. Und auch dieser Abschnitt wird weitestgehend für sich selbst sprechen. Ja, jetzt quatsch einfach nicht dazwischen. Du bist nicht dran, verdammt doch mal. Trotzdem Aufarbeitung heißt Wahrheit finden und das muss vom Starter kommen. Und halt den Schnabel, dein Gelaber interessiert keine Sau und außerdem bist du nicht dran. Was ist denn los, ey? Man will die Wahrheit. Wenn du die Hand hoch. Aber das ist die Wahrheit. Aufarbeitung. Wir wollen alle die Wahrheit. Du bist nicht dran. Quatsch. Du bist nicht dran, Claudie. Ja, es ist immer, dass die sich nicht endlich mal in ihre Rolle einfinden können, dass die einfach nichts zu sagen haben. Also, es ist unglaublich. Nee, also entschuldige bitte, ich habe ganz schön gerantet. Das regt mich wirklich wahnsinnig auf, gerade was Tatjana gesagt hat. Mit diesem Namen nimmt sie Bezug auf den Vorredner, den ich euch im vorherigen Clip präsentiert habe, nur damit ihr es einordnen könnt. Ich kann, wie gesagt, es tut mir leid, das ist meine Art und Weise und ich finde es einfach nur noch furchtbar und Holger hat es ja auch richtig gesagt. Leider habe ich nicht diese ruhige und besonnene Art, die Holger hat. Ich würde die nämlich so bezeichnen und nicht als so viel Sand und von oben herab. Er kann das nicht so ganz so emotional immer die Sachen rüberbringen. Und der Punkt ist aber einfach, dass seit 3,5 Jahren in diesem Volk nur irgendwelche Gülle und nur irgendwelches egomanische und egoistische Zeug erzählt wird. Und es ging keinem schlecht. Es ging wirklich niemandem nochmal schlecht. Und wenn darüber gejammert wird, dass man ein Jahr
was ja völlig gelogen ist, ne, dass man über einen längeren Zeitraum irgendjemanden sehen durfte oder sonst irgendwas. Ne? Also es ist niemand gestorben. Ne? Also es sind Leute gestorben, aber das war, hatte andere Gründe, einfach weil wir in unserem Land hier nicht den Arsch hochgekriegt haben, um hier sozusagen einfach mal das große Ganze zu sehen und einfach gesamtgesellschaftlich hier Verantwortung zu übernehmen. Das ist uns tatsächlich nicht gelungen halt. Ne? Ja, die Leute, die nicht gesamtgesellschaftliche Verantwortung übernommen haben, scheinen in ihrem Auge diejenigen zu sein, die für ihre Grundrechte auf die Straße gegangen sind, demonstriert haben gegen diese Freiheitseinschränkungen, die natürlich auch für die wirtschaftlichen und psychischen Schäden und für deren Aufklärung aufgestanden sind, auf die Straße gegangen sind. Also das sind die Leute, die sich jetzt hier nicht solidarisiert haben in ihren Augen. Ja, es ist wirklich kaum auszuhalten. Das ist erfrischend ehrlich, aber auch sehr erschreckend. Und so äußert man sich in der Öffentlichkeit. Ihr müsst euch mal vorstellen, mit welch einer Selbstsicherheit man ausgestattet sein muss, um sich öffentlich in dieser Art und Weise diffamierend gegenüber den Bürgern zu äußern. Man kann nur darüber fantasieren, wie diese Dame im privaten Raum über die Leute redet, die nicht die ganze Zeit gehorsam waren in dieser Zeit. Und wir haben dieses Gesellschaftsexperiment gnadenlos zum Scheitern gebracht. Und im Endeffekt ist es so, dass es gezeigt hat, dass wir so viele Wissenschaftler in Anführungszeichen in diesem Land haben, die alle zu irgendwas zu ihrem Thema, und wenn es der kleine Biolehrer Evidenz ist, der von nichts eine Ahnung hat und irgendwelche komischen Videos veröffentlicht, wo er die Nichtwirksamkeit der Masken seinen Schülern nahebringen wollte, was völlig absurd ist und null wissenschaftliche Evidenz hat, kleines Wortspiel, ja, an dieser Stelle ein direktes Zitat aus dem Evaluationsbericht der Expertenkommission der Bundesregierung zur Maßnahmenpolitik, Seite 15. Die epidemiologisch messbare Wirksamkeit ist zwar durch mehrere Evidenzgrade belegt, damit meint man zum Beispiel Studien, wo das unter Laborbedingungen getestet wurde, aber gerade im Hinblick auf die unterschiedlichen Bewertungen von chirurgischer und FFP2 nicht abschließend zu beurteilen. Auch lohnt sich als weiterer Faktencheck hier nochmal das Cochrane Review, die zu ähnlichen Ergebnissen gekommen sind. Sie reden hier kurz zusammengefasst über einen geringen oder kaum vorhandenen Effekt. Sie wird aber im Folgenden Leuten, die zum Beispiel solche Evidenzen zitieren, eine Nähe zu Adolf Hitler attestieren. Ja, wird sie wirklich tun. Aber das macht er, und das machen die in einer sehr großen Gruppe und mit einer relativ hohen Reichweite mittlerweile, weil Lügen und Betrügen schon immer die Menschen irgendwie fasziniert hat und die Menschen auch tatsächlich den Leuten immer auf den Leim gegangen sind. Ne? So wie das bei Adolf Hitler schon gewesen ist. Denen sind die Leute auch auf den Leim gegangen. Nicht, dass ich jetzt Evidenz oder andere größere Querdenker mit Adolf Hitler vergleichen möchte, aber eine Nähe möchte ich jetzt nicht abstreiten. Ja, was soll man dazu noch sagen? Also, das ist wahre Boshaftigkeit. Jeder, der Kritik an ihrer Meinung übt, ist in die Nähe des Nationalsozialismus zu rücken. Wir machen einfach weiter. Wir kommen zur nächsten Stelle. Hier möchte sie klar machen, dass man wirklich eine höhere Kaste ist als Grünpolitiker und hämisch auf die herabblickt, die irgendeine Kritik an dem eigenen Handeln üben. Sie wird dann hier an dieser Stelle damit prahlen, dass sie 25.000 Euro den Monat verdient und sie sich alle Studien, die sie braucht, kaufen kann, um die Gegenseite damit zu überschwemmen. Ja, doch, wirklich. Das wird sie sagen. Hier. Geforscht. Das ist auch danke, der Herr Bayer. Danke, du hast den Take gemacht. Ich möchte gerne darauf eingehen. Nein, ich habe meinen Take nicht gemacht. Na doch, du hast es gerade den Take gemacht. Du kannst doch, schau mal, ich bin, guck, das ist genau das die Formfrage. Du sagst, du bist Politikerin. Und, ja, ich verdiene 25.000 Euro im Monat. Ich muss mir doch von dir jetzt nicht irgendeine wissenschaftliche Abhandlung sagen. Du bist getriggert. Ich habe dich gar nicht attackiert. Ja, also, aber ich verdiene 25.000 jeden Monat. Ich kann mir die ganzen Studien kaufen, Said. Und damit überschwemmen wir euch. Barbara Domke meldete sich dann auf Twitter nochmal zu dieser Aussage. Sie schreibt auch zu der gesamten Causa zusammenfassend: Verrückterweise gibt es gerade wieder einen Storm gegen meine Person. Es hat völlig absurde Züge angenommen und große Accounts aus der Rechten- und Querdenken-Bubble haben sich genüsslich darauf gestürzt. Und nein, ich verdiene keine 25.000 im Monat. Das war ein satirischer Take gegen einen Querdenker und seine Unwahrheiten. Ich verdiene 25.000 jeden Monat. Ich kann mir die ganzen Studien kaufen, Said. Und damit überschwemmen wir euch. Ja, jetzt können wir der Dame durchaus glauben, als Kommunalpolitikerin jetzt nicht 25.000 im Monat zu verdienen. Sie wird aber, denke ich, zu den oberen 5-10% der Verdiener in Deutschland gehören in ihrem Amt
Und es geht ja darum, was sie mit dieser Aussage ausdrücken wollte. Ich habe Macht, ich habe Geld, mir ist egal, was du für eine Evidenz hast. Ich kaufe mir meine Evidenz, um dich damit zu überschwemmen. Das war eine Machtdemonstration, das sollte klar machen, dass sie die anderen Leute, die ihr gegen den Strich gehen, als Pöbel bezeichnet, den sie niemals ernst nehmen wird, der unter ihr steht, auch finanziell gesehen. Sie schreibt weiter, einmal mehr ist man eine Zielscheibe für Hass und Hetze. Und das vorrangig, weil man sich in der für die Maßnahmen und die ausgesprochen hat. Naja, ich glaube, es ist eher die Art und Weise, wie sie hier ihre Meinung vertreten hat. Aber das ist das Allgemeinrezept, dann redet man einfach von Hass und Hetze. Es war für alle eine extrem belastende Zeit. Das finde ich interessant im Hinblick darauf, dass sie doch vorhin noch das hier gesagt hat. Und es ging keinem schlecht. Es ging wirklich niemandem nochmal schlecht. Sie führt weiter aus, aber es gibt niemanden das Recht, in großem Stil Hass und Hetze zu verbreiten und Unwahrheiten zu verbreiten. Ja, keiner dieser Unwahrheiten hat sie der Unwahrheit überführen können. Aber na gut, sie schreibt weiter, wer mein ehrenamtliches Engagement unterstützen möchte und darunter ein PayPal-Link. Also für ihre ehrenamtliche Arbeit, die sie ja auch in diesem Kontext des Twitter-Spaces geleistet hat, stellt sie dann noch unter ihrem Post einen Spendenlink, bei der man ihr dann noch finanzielle Genugtuung zukommen lassen kann. Denn sie verdient ja in Wirklichkeit gar nicht 25.000, von daher schmeißt raus das Geld an diese Dame, die so viel tut für unsere Freiheit. Im Hinblick auf ihre abschätzigen Äußerungen gegenüber den anderen Teilnehmern des Twitter-Spaces wurde auch eine E-Mail an die Grüne gesendet mit der Bitte um Stellungnahme. Die Antwort kam prompt. Sehr geehrter Herr Plutz, Ihre Anfrage hat uns erreicht. Wir betrachten diese als erledigt, da Frau Domke mit dem 31. August ihren Rücktritt als Stadtverordnete bekannt gegeben hat. Das heißt, wir müssen dazu nicht Stellung nehmen, weil die will eh schon zurücktreten. Und das ist dann wohl auch so eingeleitet worden. Sie wird dann dementsprechend von all ihren Ämtern zurücktreten. Tja, wahrscheinlich ein bisschen zu früh losgelegt. Ich glaube, noch ist das nicht das neue Current Thing. Wobei ich da die Chancen für nicht allzu schlecht halte, dass wir da noch ein interessanten Herbst und Winter erleben. Ich bin da sehr gespannt, überaus gespannt. Wir sehen das hier und da in Fragmenten schon in den Anfängen und ja, es würde mich persönlich jetzt nicht wundern, wenn man es noch einmal versucht. Leider Gottes waren in dem heutigen Zeitgeist, da wo das jetzt nicht gerade Thema ist, ihre Äußerungen dann doch ein bisschen zu krass. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass diese in dem Jahr 21 bis 22, ja, wo der Lockdown wirklich krass stattgefunden hat, dass diese Äußerungen da tatsächlich im Grundrauschen untergegangen wären. Abschließend muss ich sagen, ich glaube, diese Dame ist vielleicht zu einem gewissen Teil boshaft, aber auch am Ende auch einfach nur ein NPC. Ich glaube, sie befindet sich in dieser Bubble und wird sich noch nie in irgendeiner Art und Weise eingängig mit dieser Thematik beschäftigt haben und mit der wissenschaftlichen Evidenz, die natürlich auch die Fehler der Politik klar darlegt. Ich muss ihr aber natürlich trotzdem zum Vorwurf machen, wie geringschätzig sie sich hier geäußert hat, wie sie im Endeffekt 1:1 unhinterfragt und arrogant dieselben Narrative wiederkäut, wie sie in der linken Presse so geschrieben worden sind gegenüber den Kritikern, die für ihre Grundrechte auf die Straße gegangen sind, gegen einen mittlerweile von der Expertenkommission der Bundesregierung bestätigten Verfassungswidrigkeit dieses Gesetzes, was diese Maßnahmen möglich gemacht hat. Wir hören ja immer wieder von diesen geleakten Chatprotokollen der AfD. Und dann wird sich skandalisiert über Aussagen, wo man zum Beispiel sagt, wir wollen hier aufräumen oder der und der Politiker, der ist blöd. Man hat sich dann gefragt, wann kriegen wir eigentlich jemals einen Leak von einer grünen Chatgruppe präsentiert? Und das ist an dieser Stelle gar nicht mehr nötig. Das hier war in der Öffentlichkeit und es war um Größenordnungen krasser als alles, was man uns bisher aus irgendwelchen AfD-Chatgruppen präsentieren konnte. Und gerade deswegen interessiert es die öffentlich-rechtlichen Medien nicht. Ich denke, die Strategie wird langfristig sein, das einfach unter den Teppich zu kehren, zu hoffen, dass sich Twitter nach 2 Wochen beruhigt und dann wieder irgendwelche anderen Skandale wichtiger werden. Ich denke, an dieser Stelle leisten wir also einen guten Beitrag, wenn wir das hier einmal archivieren für uns alle. In diesem Sinne, Twitter Spaces, die die Öffentlichkeit verunsichern könnten, zu archivieren und zu kommentieren, schadet nie und PC. We'll be right back.